Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Erstmal allen einen wunderschönen 1. April. Keine Bange oder so, ich mache keinen April-Scherz hier im Video. Das werde ich mir, glaube ich, nicht erleben. Ja, erlauben, so meine ich das. Wir fahren heute nicht den Train Simulator, sondern Euro Truck Simulator 2. Ich dachte, Mensch, die nimmst du jetzt mit rein. Das macht Spaß zu fahren. Hier jetzt schön im Bild mein LKW. Nicht wundern, nein, ich leide nicht an Geschmacksverkalkung oder so, wem die Lackierung zu tröde ist, sondern es ist so, ich bin in einer virtuellen Spedition und da ist das eben halt der Firmenlack. Im wahren Leben kann ich mir ja auch nicht die Laktion des LKWs aussuchen. So, wir fahren heute für den Anfang. Fahren wir. Wir stehen in Chalis und ich habe keine Frachten. Das ist jetzt doof. Na gut. Das ist jetzt ganz doof. Aber da hilft nur Trick 17 mit Anschleichen. Na komm, na los. So, jetzt gucken wir nochmal. Frachtmarkt. Und siehe da. Ui, jetzt habe ich wieder. So, Zürich, denke ich mal wohl, ist, glaube ich, für heute, für die erste Tour ein bisschen, ja. Rotterdam. Ja, lustig. Ja, aber Rotterdam, mehr als Rotterdam bleibt uns nichts übrig, wa? Na gut, nehmen wir Rotterdam. Gleich vorweg, da bitte ich schon mal um Entschuldigung, wenn das Ganze rüttelt und wackelt und so, aber Rotterdam ist echt, also, die Hölle ist noch harmlos ausgedrückt. So, wir müssen außerhalb, weil wir fahren ja Multiplayer, ne? Also kein Singleplayer. Singleplayer ist ja was für, pff, ja, Streber. Wir fahren hier das wirklich wahre Leben. Keiner kann in den Fahrer reingucken, dem da entgegenkommt. Es gibt Fahrer, die fahren, weiß ich nicht. Wieso denn jetzt schon wieder fahren? Entgegengesetzter Fahrtrichtung. Ach! Oh nö, ey, die ganze Zeit passiert mir das. Ey, das gibt's doch nicht. Das ist doch nicht euer Ernst. So, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play Projekt. Ich stelle hier nur noch mal kurz alles ein. So, so will ich das Navi haben. Und zwar dem Euro Truck 2. Aber Multiplayer. Also wir werden wahrscheinlich wohl auch irgendwann mal langsam Singleplayer fahren. Aber jetzt erstmal vorerst nur Multiplayer. Ja, warum, weshalb? Weiß ich nicht, weil Spaß macht im Multiplayer. Im Singleplayer bin ich noch so ein bisschen, ach, weiß nicht, das ist so tröde, so, ah. Hast du nur die Autos, die dir entgegenkommen und alles Mögliche. Ja, jetzt erstmal mein LKW von außen, das ist er, Scania V8. 730 PS. Eigentlich ein schickes Ding. Also, ja. Kennzeichen kann man hier auch einstellen. Ja. GS für Goslar, und LS dann für Lisa und Stefan. So, dann wollen wir mal rin in die gute Stube. Ja, fahren tue ich nicht mit Tastatur, um Gottes Willen. Das tue ich mir nicht an, sondern ich habe ein Logitech GT Driving Force Lenkrad. Das habe ich günstig ja, bekommen dürfen, hätten tun. So, wir fahren jetzt. Ich habe schon mal eine Fracht ausgesucht. Wir müssen nach Eagris. Wir gucken mal hier rechts und links. Man weiß ja nie hier. Und diesmal fahre ich jetzt auch auf die richtige Seite. Ist nämlich jetzt schon das fünfte Mal, dass ich versuche, dieses Let's Play zum Laufen zu bringen, weil ich jedes Mal auf die falsche Fahrbahn gefahren bin. Und wir sind ja hier in England. Da muss das ja alles andersrum sein, ne? So. Ja, ich finde einfach den Multiplayer, finde ich einfach ein bisschen besser zum Let's Playen. Weil er spiegelt doch ein bisschen, doch ein Stückchen mehr die Realität wieder. Weil man nicht in den Kopf reingucken kann.
in denjenigen, der da einem entgegenkommt oder da einen vor einem fährt oder wie auch immer. Und das ist halt, ja, beim Singleplayer, sind wir mal ehrlich, KI-Verkehr. Wüsterchen. Hüsterchen, Hüsterchen. So, jetzt fahren wir hier auf der Landstraße nicht schneller als 48 km/h. Und dann werden wir nach Rotterdam fahren. Ah, da kommt schon einer entgegen. Grüßen. Bei der Lichthupe, wenn ich es rechtzeitig gemacht hätte, hätte er wahrscheinlich wohl auch zurück. Sehr schön, als ob er wüsste, dass wir hier was Schönes machen. Ja, da sehen Sie die Fahrkünste. So nenne ich auch mal Wenden. Schnell weg hier, bevor er wiederkommt. Da habe ich nämlich keine Lust. Sage ich gleich. Ah, 69, da wollen wir uns noch dran halten. Die Agris, da geht's rein in die gute Stube. Ja, man wird das ein bisschen, denke ich mal, wohl im Hintergrund hören. Die ist. Das ist nicht eine tote Katze oder so, sondern ist mein Lenkrad. Oh, was ist denn da? Da steht ein Dreieck. Ah, eine Baustelle. Eine Baustelle. So. Bups, bups. Schwupp. So, und wir fahren genau nach Rotterdam. Eine schnelle Fracht für heute, für das erste Let's Play Euro Truck am 1. April. Aha, geileres Datum kann man doch gar nicht haben, oder? 1.4. Erstes Let's Play. Und ja. So, jetzt fahren wir rückwärts rein. Schwupp. So, und ab geht die Post. Rostock, wir kommen, nimmt euch in Acht. Der Schrecken der Straße ist unterwegs. Naja, hier im Multiplayer sollte man sich schon benehmen. Für die, die den Multiplayer noch nicht kennen, also immer schön nach STVO fahren. Hier im Multiplayer. Wenn der Admin das sieht und ihr baut Scheiße, dann war's das. Und ihr werdet gekickt oder gebannt oder gebannt kann man für all möglichen Krimskram, ne? Parken auf den Rasen, alles möglich. So, schwupp, dann gucken wir nach da, dann gucken wir nach da, da ist nichts. So, na komm, im 4. wird er wohl anfahren können. Sag ich doch, der Scania hier. Schönes Auto. Schönes Auto. Würde ich auch gerne mal im Originalen unter meine Pfoten nehmen. So, da kommt nichts. Aber der hat auch echt einen schönen Motorsound. Also ich finde... So, ich spiele ja nun wirklich gerne Euro Truck. So, wenn man den über Lautsprecher fährt, hört man eigentlich fast gar nichts vom Motor. Aber wenn man jetzt so wie ich jetzt gerade Headset auf hat, das bollert ja ganz schön im Ohr. Tanken, wie sieht's aus? Ah, Tank ist noch voll sparsam. Ja, Rotterdam, wie gesagt, wird extrem voll sein, also wobei, naja doch, zu 17.23 Uhr ist es jetzt aktuell, abends ist echt voll da, wenn die ganzen kleinen Kinder aus der Schule kommen oder von der Nachhilfe ihre Hausaufgaben fertig gemacht haben, dann wird es richtig voll sein da. Ist wirklich so, also ist jetzt nicht irgendwie hier, dass ich irgendjemandem zu nahe treten will, um Gottes Willen, es gibt auch kleine Kinder, die fahren gut mit dem LKW. Aber es gibt einfach welche, weiß ich nicht. Klar, es ist ein Spiel, aber wer rasen will, dann soll er auf einen
auf den Server 2 gehen. Da kann er das machen. Da kann er mit 150 über die Autobahn pesen. Da sind Mods erlaubt. Also Speedhack-Mods und alles Mögliche. Ach, ich freue mich so, dass ich jetzt den Euro-Truck doch mit reingenommen habe. Ich war lange, lange am Überlegen, ob ich das wirklich mache. Weil irgendwo ist es ja dann doch so ein bisschen, man sagt sich dann nicht mehr, oh, du kannst jetzt fahren, sondern du musst fahren für ein Let's Play oder so. Ne? Also es ist dann irgendwo so ein bisschen die Verpflichtung da. Und ja, ist egal. Ich fahre es halt gerne und deswegen dachte ich jetzt einfach mal, Mensch, machen wir es jetzt mal. Ist ein bisschen leer hier auf der Straße, aber das tut überhaupt nichts zur Sache. Ich weiß nicht, inwiefern das irgendwann mal so sein wird, dass KI-Verkehr hier im Multiplayer mitfährt. Das Problem wird dann sein, die Leute werden ausrasten. Da hast du die Chaoten auf der Straße und den KI-Verkehr. Oh, das wird lustig. Das wird lustig. So, da hauen wir einen Tachomat jetzt rein. Fahren wir jetzt hier nach Tachomat. 64, 66. Hä, wieso reagiert denn der nicht? Wieso funktioniert jetzt mein Tachomat nicht? Ist ja merkwürdig. Na egal, gut, dann fahren wir halt ohne Tachomat. Ist auch kein Problem. Muss ich halt ein bisschen auf die km/h-Zahl achten. Also ich meine, wenn wir jetzt hier 70 fahren, dann geht das auch noch klar. Aber mit 80 oder 90 würde ich jetzt hier ungern lang ballern. Ja, ich werde nicht nur Scania fahren, also ich werde auch mal einen anderen LKW fahren. Mal gucken, je nachdem. Ach, das wird lustig. Das wird wirklich lustig, glaube ich. Hoffe ich. Tut und tue ich. Weil es ist ja so, irgendwo so ein bisschen im Multiplayer. Oh, es können ja schon mal die Nerven mit einem durchgehen, ne? Also, will ich ja mal nicht sagen, ne? Wenn mir da so ein Vollpfosten entgegenkommt, auf meiner Spur, nur weil er einen auf Obermacker machen will, da könnte ich ja. Also ich werde jetzt nicht gleich so beleidigend wie gewisse andere Let's Player, aber... Oder was heißt wie gewisse? Ich kenne nur einen, der so ist. Egal. Aber liebkosen werde ich nicht. Also ich sag mal so, ich hab mir da jetzt schon so ein bisschen dickes Fell... Ach, kommst du wohl? Wirst du wohl absaufen hier oder was? Ein kleines dickes Fell angelegt und... Die Leute, die mir hier im Multiplayer auf den Sack gehen, auf gut Deutsch gesagt, ja, die mich also rammen, nur weil über mir jetzt LP Stefan steht, ja, die kriegen von mir einen Report. Da bin ich eiskalt, ja, da wird reportet und dann ist Ruhe. Lässt mich rein, danke, so. Oh hier, oh, 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 oh. So, jetzt dürfen wir hier volle Kanüte fahren. 97, sagt der Tacho. Na komm, los, du mit deinem Popeldaff da. Los, hopp. Na, sag mal. Was wird das denn jetzt hier? Ich muss sowieso hier runter. Ach, scheiße, er auch. Also, das war ja jetzt, ja. Wenn ich runterfahren muss, warum überhole ich dann vorher? Hä? Aber blinken, jawohl. Das sind ja die richtigen hier. Oh, Mann, ey. Na komm, los. Seh zu. Oh. Oh, sein Getriebe lässt wieder grüßen. Also, das war ja jetzt... Ich hab's eben gerade noch gesagt, ne? Aber ich bin da meine Ruhe selbst, ne? Ich meine, gut, ich konnte jetzt ausweichen, aber hätte er mich gerannt, ich hätte ihn sofort reported, wird das hier. Aber was ich gemerkt habe... In dieser Zeit hier, wo ich den Euro-Truck jetzt habe, die Russen und die Polen, die fahren am schlimmsten. Also die Russen noch schlimmer als die Polen. Soll jetzt nicht irgendwie rechtsradikal rüberkommen oder so. Ist einfach so. Ist wirklich so. Ihr werdet es noch oft genug sehen.
russischer Name und fährt wie die letzte Sau. Also, die können nicht fahren. Das Schlimme ist ja, ich fahre ja eigentlich für meine Verhältnisse, fahre ich ja, möchte jetzt hier nicht selbstverliebt rüberkommen oder so, aber für meine Verhältnisse fahre ich ja schon ganz gut. Dafür, dass ich keinen Führerschein habe, weder für Auto noch für LKW, noch nicht, ich würde es mir wünschen, ja. Also den LKW-Führerschein, ich würde es mir wirklich wünschen, ich würde den Job richtig gerne machen. Oh, was macht er denn hier? Oh, parken auf der Straße hier, das gibt's doch nicht, also. Leute, wo habt ihr euer Gehirn geparkt? Auf der Straße. Da weißt du Bescheid. So, rum in den Kreisel, rausblinken und ab zum Hafen. Oh, Blitzer, Flitzer, Blitzer hier. Da müssen wir schön langsam fahren. Ah ja, lustig. Euro Truck ist ein bisschen was zum Lachen, denke ich mal wohl. Ja, ich würde jetzt noch einen Satz dahinterher schießen. Über die Doofheit der anderen Leute lachen. Das ist das Schönste, was es auf der Welt gibt. Ist wirklich so. Ist kein Spaß. Also ich sag mal so. Ich hoffe, dass ich irgendwann mal in die Gelegenheit kommen würde, mal einen Konvoi zu zeigen. Also einen Firmenkonvoi. Bin ja in einer virtuellen Spedition. Deswegen ist ja auch mein LKW schwarz-orange. Das ist der Firmenlack. Firma heißt TFL, Trucker fürs Leben. Und ja, was, wer ist ein, oh mein Gott, Idiot. Wer schreibt das hier? Der Rockbird, der schreibt Idiot. Und nee, schreibt sofort sorry. Tja, viele kommen einfach mit der, also ich sag mal so, viele kommen mit der Uhrenumstellung nicht klar und andere kommen damit nicht klar, dass in England Linksverkehr ist. So, haben wir es jetzt? Sehr schön. Ja, vorbildlich habe ich hier gehandelt. Warnblinker angehalten. Sehr schön. Das macht kein zweiter hier. Ist wirklich so. Manchmal glaube ich echt, ich bin hier der Normalste. Fast der Normalste. So, jetzt kommen wir in die No-Collision-Ära. Also da können wir durch LKWs durchfahren, aber ich bin so der Freund davon, ich mache das nicht. Im realen Leben geht das auch nicht. Also. So, fahren wir jetzt auf das Zeichen drauf, drücken die Eingabe und fahren nach Amsterdam. Komm, wir fahren nach Amsterdam. So, dann sind wir da. Schwupp. Dann machen wir mal den Platz frei für den nächsten. Wobei, Zigarettchen kann ich mir auch nebenbei anzünden. So, weiter geht's. Jetzt haben wir es nicht mehr weit bis Rostock. Sind nur noch 60 Kilometer. So, jetzt muss ich nur wieder aufpassen, dass ich wieder rechts fahre. Ihr versteht, hier in Deutschland ist alles rechts. Oh Gott, ey, das war ja... Oh, schwarzer Humor. Egal. müssen wir jetzt nicht weiter ausmalen. Spaß beiseite jetzt hier. Eine Baustelle. Eine kleine Baustelle. Na, Hauptsache diese Funzeldinger da stehen da rum. So. Ah ja. So, mal gucken. Vielleicht kriege ich das nächste Mal das auch im Griff, dass da die Steam offline wegkommt. Ich weiß ja, woran es liegt. Das Problem ist halt nur, dass man dann jedes Mal unten in der Ecke meine Freundesliste, beziehungsweise in meiner Freundesliste die Freunde sieht, die irgendwelche Spiele spielen. So, blinken vorbei. Zack. Ja, nochmal zu der Geschichte. Warum mache ich jetzt den Euro-Truck? Warum brumme ich mir jetzt schon wieder sowas auf? Ganz einfach, weil es mir Spaß macht, den zu fahren. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, bei mir und Twitchen, ja, beziehungsweise Streamen, sieht es sehr schlecht aus. Also Train Simulator geht, aber Euro Truck halt nicht. Dann haut er mich sofort aus dem Spiel wieder raus, weil ich einen zu großen Ping habe. Das ist immer ein bisschen ärgerlich. Und deswegen, und hier im Euro Truck habe ich halt ein bisschen mehr die Möglichkeiten. Ne?
also zum Beispiel Zuschauerkonvoi oder ne, das Ganze dann über Teamspeak müsste man dann hinbekommen. Kriegt man auf jeden Fall irgendwie hin. Ja. Aber das sehen wir dann alles zu gegebener Zeit, zu gegebener Stunde. Weil das Problem ist ja zum Beispiel, wenn man dann über 60 Trucks zusammen hat, dann ist das Spiel sowas von am Arsch. Oder am Lecken. Entschuldigung für die Ausdrucksweise. So, 90, meine lieben Herren, das ist 90 km/h. Schön, jetzt haben wir sie einmal gesehen. Jetzt können wir gleich wieder runterbremsen. Ja, schön. Oh, wow. Ich liebe. Manche, also, ich habe jetzt die Erfahrung gemacht, ich habe mich ja noch nicht lange dazu entschieden, ne, dass ich jetzt hier Let's Plays von mache. Und vorher hieß ich ja hier im Spiel, also über den LKW, diesen Namen, hieß ich nur TFL Stefan. Ne? Also TFL für Trucker fürs Leben, klar. Und Stefan für Stefan, ist klar. Jetzt dadurch, dass ich... Achso, Moment. So. An diesem Punkt, ja, es hat nie weder irgendjemand mit Lichthupe noch mit Hupen gegrüßt, ja. Kaum hast du LP davor stehen, sind die Leute wie blub, ja, im Kopf, hupen dich an, grüßen mit Lichthupe, sind arschfreundlich, zum größten Teil. Und ja. Oder was heißt arschfreundlich? Es kommt drauf an, wer am Steuer sitzt. Klar, es gibt Leute, die lassen dir definitiv irgendwo Vorrang. Und es gibt halt einfach Leute, die sagen sich, weiß ich nicht. Da denke ich manchmal so, in denen ihren Köpfen geht vor, oh, der macht Let's Plays, den muss ich rammen. Ja? Als ob das so cool ist, den zu rammen. Oh, jetzt geht's hier los, jetzt geht's hier los, jetzt hier. Voll am Langen hier. Haha, jetzt wird geleckt, was das Zeug hält. Gelackt, meine ich natürlich. Aha, nein, bitte nicht abkacken. Komm schon. Och, nö. Och, nö. Alle. Das ist der Super-GAU. Alle. Alle. Es war ein Fehler, nach Rotterdam zu fahren. Es war ein Fehler. Na? Jetzt kackt er ab. Ich glaub's ja wohl. Es ist doch nicht euer Ernst. So. Da bin ich wieder. Es tut mir sehr leid, aber das Spiel war eben gerade derbst am Lacken und wir sind jetzt wieder am Hafen und das gefällt mir überhaupt nicht. Egal, ich werde es nicht so schneiden, dass man es nicht sieht, sondern ich werde es einfach so lassen, weil so ist das Spiel halt, ne? Und ich möchte halt schon irgendwo ein bisschen das originale Spiel zeigen und es gehört halt dazu. Es war vielleicht mein Fehler, dass ich mir Rotterdam ausgesucht habe. Ich weiß auch nicht, ob wir Rotterdam heute noch erreichen werden, also das, weil es ist extrem voll. Und das Problem ist dann, dass das Spiel richtig am Laggen ist und ja, kriegt dann eben halt auch mal so einen Crash, ne? Rotterdam, sage ich euch gleich, wenn ihr Multiplayer spielen solltet, Rotterdam ist, ist eine Stadt, wo man sich einfach benehmen sollte, aber wirklich benehmen, überholen, verboten, alles, ja? Weil da stehen meistens nämlich die Admins. So. Wenn man da Scheiße baut, wird man auf die Härte bestraft. Ja, das ist wie der Todesstuhl. Habe ich irgendwas vergessen noch zu sagen? Irgendwas Wichtiges? Eigentlich nicht, ne? Also wir fahren jetzt nach Amsterdam rein. In der Hoffnung, dass ich da überhaupt reinkomme. Mir wurde immer gesagt, kleiner Zaubertrick soll sein, in die Außensichtskamera zu schalten. Das werde ich dann auch gleich tun. Er steht ja immer noch hier. Ist ja lustig. Ich glaube, den werden wir auch nicht zum letzten Mal gesehen haben. Ach ja, lustig. So. Na,
10 Gang wird wohl ein bisschen zu viel sein hier. Der LSPR Route. Ja, unten sieht man den kleinen Chat. Den kann man aufrufen mit der Taste Y. Der Blot. So, so. Die 808. Ja, die 808 dahinter ist die ID. Das heißt also zum Beispiel, wenn der gute Mann oder der gute Herr oder die gute Frau da vorne jetzt Mist bauen sollte und ich will den reporten, muss ich diese ID angeben. Wenn ich dann Glück habe, schaltet ein Admin drauf, sieht das, was er macht und dann war es das für ihn. Habe ich Pech und es ist kein Admin da, ja, habe ich halt Pech, ne? Oh, schön, er hat einen LKW mit Rundumleuchten. Das ist natürlich so eine Sache, die echt Performance sieht, diese Rundumleuchten. Oh, jeder fährt mit diesen Shit-Dingern rum, ey. Ist unglaublich. Also nicht jeder, aber fast jeder. So, da oben haben wir das DHL-Flugzeug. Fährt ein Schiff über uns drüber. Na komm, hier. Einmal richtig Gas geben hier. Zack, zack, zack. Ja, mehr als 98 sind nicht drin. Ja, die 90 km/h Geschwindigkeitsbegrenzung kommen vom Spiel, also vom Europol, vom Server 1. Ne? Das sage ich mal gleich. So, ich hoffe, dass das Spiel jetzt nicht nochmal crasht. Hier eine Tab-Liste. Na, dürfte eigentlich nicht. Also, nein, bist du wohl verrückt hier. Fängt schon wieder an zu laggen hier. Ich will jetzt endlich mal nach Rotterdam rein. Ich werde jetzt mal vorsichtshalber in die Kameraperspektive hinschalten. Da vorne steht einer. Och, nö. Mitten auf der Straße. Schon klar. Das ist natürlich jetzt ungewohnt für mich, so zu fahren. Abläuft. Jetzt. Kommt der her, da kommt Kena, da kommt auch Kena, also weiter geht's. Kein LKW fahren. Ha. Wen sagt er das? Was, rote Ampel? Ich stehe doch noch davor. Ja, fast. Das ist doch jetzt scheiße. Rote Ampel überfahren. Das gibt's doch nicht. So. Nein. Oh Gottes Willen, was ist denn jetzt los? So. Als erstes gehst du mir mit deinem Rumgehupe auf den Sack. Also, mach mal. Report 731 Hornspam. Ich habe ja gesagt, die, die mir auf den Sack gehen, werden sofort reported. Und dann mache ich auch keinen Halt. Ist mir egal.
Oh Gott, was ist denn hier schon wieder los? Ist doch nicht euer Ernst hier. Oh Mann, ey. Manche lernen es einfach nicht. Es ist einfach so. Das ist jetzt gerade hier das beste Beispiel, ja? Manche können einfach kein LKW fahren. So, jetzt werden wir mal hier reinrudern rückwärts. Und ich kann euch sagen, mit einem 40-Tonner rückwärts rein ist schon, es kann nicht jeder. Hat man ja eben gerade gesehen, da liegt ja ein Trailer, ne? Na, auf Anhieb kriege ich es jetzt auch nicht hin. Muss man schon ganz schön rudern hier. So, und T gedrückt. Jawohl, über 100 km/h. Das heißt also, die Fahrt werde ich auch im Fahrtenbuch eintragen. Also muss ich einen Screenshot machen. Klar, ne? So. Gut, ich würde sagen, wir fahren jetzt noch aus, aus Rotterdam raus. Irgendwie in eine andere Stadt. Oder ich könnte mich auch hinporten. Alter, was machst du denn, Junge? Ne, wir fahren. Wir fahren. Jetzt nochmal so ein bisschen rum. Ich weiß nur nicht wohin. Oh, was ist denn jetzt schon wieder los? Oh, das ist doch nicht euer Ernst, oder? Bleib doch stehen, du Junge! Oh Mann! Vadimir Zorov. Ja, ist bestimmt ein Russe. Siehst du, was sage ich? Hallo! Was soll denn das jetzt hier? Haha, jetzt ist er weg. Da hat wohl sein. So, und was ist dein Auftrag jetzt hier? Nichts. Gut. Oh, der ist aber. Der ist aber fett am Lenken. Oh. Nein, ich jetzt auch, oder was? Fuck, ey. Oh, nö. Ist doch jetzt nicht euer Ernst, oder? Ach. Ja, super. Wieder ein Crash. So, wir sind wieder da. Wir werden jetzt hier schnell, weil das hat so keinen Sinn, hat das. Wir werden jetzt hier schnell hier drauf fahren. So, No Collision Error. Dann drücke ich jetzt Escape. Gehe auf meinen Firmenmanager. Garagenmanager. Und suche die hier aus. Das ist ja mein Hauptsitz, ne? Da mit dem Zehnrädchen drum. Und dann mache ich Schnellreise. Und rups, die Bups, sind wir aus Rotterdam weg. So. Schön noch parken hier. Ja, ich park mal hier ganz weit hinten hier so, zack. So, meine Lieben, ich würde sagen, wir beenden das jetzt hier an der Stelle. Ah, schön sieht der aus. Schön. Na, egal. So. Wir beenden das jetzt hier an der Stelle und hören uns und sehen uns. Na, sehen tun wir uns ja nicht, aber wir hören uns ja beim nächsten Let's Play Euro Truck 2 oder Train Simulator 2015. Je nachdem, wo ihr einschaltet. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Also mir hat es gefallen. Ich könnte mir das vorstellen, in der Zukunft weiterzumachen. Ja. Aber das liegt natürlich auch mit an euch. Ihr müsst mir jetzt zeigen. Däumchen nach oben, hat es euch gefallen. Kommentare drunter schreiben, ja. Und des Weiteren und so fort. Und dann würde ich sagen, machen wir erstmal eine kleine Testphase hier. Und wenn dann, sage ich jetzt mal, die Aufrufzahlen oder die gefällt mir Angaben demnach ansehbar sind, machen wir das Ding weiter. Klar, ne? Ist logisch. Okay, meine Lieben, dann bis demnächst. Tschüss.